Hallo zusammen, ich hier ist wieder heute und habe ich wieder für euch in der Wolfin unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es mal wieder um einen Erfolg, den wir einmal finden können unter Kunden und dann Wolfin und hier haben wir das Achievement Ein Stern von Dorn. Dafür müssen wir Folgendes machen: Schaltet alle Schauspieler-Boni für die Theatertruppe frei und das sind insgesamt 4 Stück. Und wie wir die freischalten, will ich euch jetzt mal erklären. Als allererstes müsst ihr wissen, dass ihr diese Bonis alle über die Ruffaktion Rat von Donegal freischaltet. Und zwar sind es immer diese Maskensymbole, ne? Als erstes schaltet ihr mit Ruhm 3 frei, dann das nächste mit Ruhm 8, dann haben wir eins mit Ruhm 14 und dann das haben wir das letzte mit Ruhm 21. Und das Wichtige ist, die kriegt ihr nicht automatisch, sondern ihr könnt dann immer hier am Theaterplatz eine neue Quest annehmen. Und ich zeige euch jetzt die von der letzten Quest. Also wir sind hier direkt gegenüber von der Anmelderin quasi fürs Theater-Event, nennen wir sie mal. Und hier können wir mit dem Zwerg einmal quatschen. Und der hat jetzt einfach eine Quest, wir müssen mit jemandem sprechen. Und das ist er, das geben wir ab. Und dann haben wir den jeweiligen Bonus freigeschalten. Und das funktioniert bei den anderen auch. Also wir müssen dann einfach immer nur mit dem Quatschen direkt die Quest wieder abgeben. Und dann haben wir alle 4 Bonis. Das sind dann meistens halt so Sachen, die man hier anklicken kann, wo man dann ein bisschen einfacher das hat im Theater-Event. Ist jetzt aber auch nicht relevant. Also ihr müsst die nicht einsetzen, ihr müsst die nur freischalten. Mehr ist es tatsächlich nicht. Genau. Und jetzt können wir halt auch diese Sachen benutzen. Und dann noch ein bisschen besser performen im Theater-Event. Ich zeige jetzt euch nochmal, auf was ihr maximal kommen müsst, also auf maximal 21. Und wenn ihr den Ruhm noch ein bisschen erhöhen wollt, kann ich euch als Tipp geben, hier könnt ihr einmal die ganzen Kampagnen-Quests bzw. Side-Quests durchspielen. Dann könnt ihr die Kisten mitnehmen. Die bringen alle 150 Ruf, das sind einmal Belohnungen. Dann könnt ihr die Rares töten, und zwar ist das wöchentlich. Der bekommt pro Rare 150 Ruf wöchentlich, also nach dem Weekly Reset könnt ihr die quasi dann nochmal umhauen. Dann habt ihr noch die Möglichkeit, die World Quest mitzunehmen. Und zusätzlich könnt ihr noch einmal hier einen Vertrag draufhauen, zum Beispiel hier den Vertrag von Donegal. Den könnt ihr euch von den Inschriftenkundler bauen lassen oder im Auktionshaus kaufen. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, extra Ruf über das Theater-Event zu kriegen. Das ist auch einmal wöchentlich. Und wir können dann noch in Donegal uns zum Beispiel Weekly-Quests annehmen, wie die von den Dungeons, beziehungsweise auch hier die PvP. Die PvP bringt 100 Ruf, könnt ihr im Wormwood hier annehmen. Und die Dungeon-Quest, die bringt, glaube ich, 1500, also die lohnt sich wesentlich mehr. Und die könnt ihr etwa hier oben annehmen, ne? Genau, dann könnt ihr euch eine Fraktion aussuchen. Zusätzlich habt ihr auch noch die Möglichkeit, einmal wöchentlich über die großzügigen Tiefen 1250 extra Ruf zu kriegen. Also da ist auf jeden Fall einiges geboten, um euren Ruf noch ein bisschen hoch zu pushen. Juti, damit sind wir tatsächlich dann auch am Ende von dem kleinen Videoguide. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Euer Tila, bis dahin. Ciao.